ganze Zeit hin? Ich habe für die letzten Tage jede Minute meines Tages getrackt und was es gemacht hat und warum ich das gemacht habe, das seht ihr heute. Nachdem ich das Time-Tracking in meinem letzten Vlog ein bisschen erwähnt habe, kamen schon ziemlich viele Fragen dazu. Und ich hatte anfangs auch sehr viele Fragen, als ich auf dieses Thema aufmerksam wurde. Als ich das erste Mal davon gehört habe, war für mich eigentlich klar, hey, das wird jetzt mein neuer Lebensstil. Das war für mich gar kein Experiment, weil ich dachte, das finde ich so cool, ich muss es jetzt in meinem Leben implementieren und weiterführen. Ob diese Entscheidung anfangs so gut war, kann ich jetzt noch nicht ganz so sagen, aber heute werden wir über einige Aspekte des Time-Trackings mal reden. Zuerst erkläre ich euch, was Time-Tracking eigentlich ist und dann, warum wir es machen sollten oder warum es so seine Vorteile hat und was diese Vorteile sind. Dann kommen wir zu der Frage, wie tracke ich meine Zeit eigentlich? Dann, was mache ich am Ende mit diesen ganzen Analysen? Dann kommen noch einige Tipps von mir und am Ende erkläre ich euch, wie meine Time-Tracking-Methode funktioniert. Denn ich tracke meine Zeit mit einer App und ich werde sie euch am Ende so ein bisschen vorstellen und zeigen, wie sie funktioniert. Das ist nicht gesponsert von der App, aber ich finde sie einfach ziemlich cool und deswegen meine Empfehlung. Okay, was ist Time-Tracking eigentlich? Wie das Wort schon sagt, heißt es so ein bisschen Zeit verfolgen, Zeit messen, der Zeit auf der Spur sein. Und darum geht es auch eigentlich. Das heißt einfach, dass du deine Zeit misst und guckst, wie lange du für bestimmte Aufgaben brauchst, welche Aufgaben du überhaupt am Tag machst, weil wir es oft gar nicht mitbekommen, wie viel Zeit wir in bestimmte Dinge und Aspekte unseres Lebens reinstecken und in welche Aspekte wir vielleicht hätten mehr reinstecken können und so weiter. Jetzt bin ich schon fast zu den Vorteilen übergegangen, aber nochmal kurz zum Time-Tracking. Also wie gesagt, einfaches Wort, Time-Tracking, Zeit verfolgen, Zeit messen, gibt es ein schöneres Wort als Time-Tracking im Deutschen? Zeitverfolgen klingt echt strange. Klingt ja alles erstmal schön und gut, aber es klingt auch sehr aufwendig. Also warum sollten wir diesen Aufwand betreiben? Ich habe euch jetzt mal 4 Gründe rausgeschrieben. Erstens hat es mir nochmal eine richtig gute Sichtweise gegeben, wie ich meine Zeit eigentlich nutze. Ich habe nämlich alle Aspekte meines Lebens aufgeschrieben. Mir war auch oft gar nicht klar, wie viel Zeit ich in bestimmte Aspekte meines Lebens reinstecke und in welche ich fast gar keine Zeit reinstecke. Und ja, durch dieses Tracken wird einem erst klar, wie viel Zeit man eigentlich doch mit Dingen verbringt. Ich glaube, mittlerweile wisst ihr auch, dass Multitasking gar nicht gut ist, was ich sehr blöd finde, da ich immer sehr effektiv sein möchte und irgendwie dieses Multitasking so in meinem Kopf verankert ist, dass es super effektiv ist, aber eigentlich ist es das gar nicht, da man eigentlich nur Single-Tasking macht und sich dabei ablenkt. Also Multitasking funktioniert nicht so gut und ist auch nicht so schlau und mit Hilfe dieses Time-Trackings kann man nur eine Sache machen, weil man nur eine Sache tracken kann. Bei der App, bei der ich es mache, kann ich nämlich immer nur eine Aktivität auswählen und nicht mehrere. Und deswegen kann ich nicht multitasken, sondern muss Sachen einzeln hintereinander machen und kann sie so auch viel achtsamer und genauer machen. Und ich bin nicht fähig zu multitasken. Was ist das für ein Wort? Der dritte Punkt ist, dass ich mich selber gepusht habe. Das heißt, wenn ich so meine Analyse habe und ich sehe so, wow, ich habe 5 Stunden auf TikTok gescrollt, habe ich jetzt nicht, aber als Beispiel. Da möchte ich mich selbst pushen, mehr effektive und produktivere Dinge zu machen, weil ich nicht möchte, dass da 5 Stunden TikTok steht. Weil ich weiß, also ich bin so ein bisschen unter Zeitdruck und ich sehe so, was ich hätte machen können und was ich machen kann, was ich gemacht habe. Und ich finde dadurch, spornt man sich selbst nochmal an. Also durch Time-Tracking siehst du einfach, dass du sehr viel in der Hand hast. Du hast natürlich immer viel in der Hand, aber durch Time-Tracking merkst du es nochmal und du siehst, dass du dein Leben bestimmen kannst. Und wenn du so deine Aktivitäten durchguckst und dir denkst so, was kann ich jetzt machen? Soll ich jetzt auf TikTok scrollen? Soll ich jetzt meine Hausaufgaben machen? Was sieht am Ende des Tages besser aus in meiner Analyse? Und dann denkt man sich so, ja, okay, mach ich mal meine Hausaufgaben, damit es dann am Ende schöner aussieht. Nee, aber ich finde, dadurch kann man sich wirklich sehr gut motivieren und ja, also ich bin auch eine sehr ehrgeizige und perfektionistische Person, deswegen glaube ich, funktioniert es bei mir sehr gut, da ich halt sehr schöne Sachen am Ende stehen haben möchte und nicht total faul aussehen möchte. Ja, das hat nochmal ein sehr guter Ansporn für mich. Der vierte Punkt ist Selbstreflexion und ich liebe dieses Wort irgendwie. Ja, es ist ziemlich wichtig, dass man sich selbst reflektiert und überlegt, was läuft in meinem Leben gut, was läuft nicht so gut, was kann ich verbessern, damit auch diese Persönlichkeitsentwicklung immer resultieren kann. Und gerade durch Time-Tracking kannst du halt dein Leben richtig analysieren. Und ich muss sagen, ich bin so ein kleiner Datenfreak, also ich möchte viel analysieren und viele
Nummern und Zahlen haben und alles in Prozenten und keine Ahnung was und möchte dann mal sehr produktiv sein. Deswegen ist es eigentlich perfekt für mich, und falls ihr auch so seid, ist es auch perfekt für euch. Also falls ihr alles planen und tracken müsst, ist Time Tracking auch perfekt für euch. Denn dadurch bist du nochmal viel reflektiver. Denn dadurch bist du auch nochmal viel reflektierter, beziehungsweise kannst dich besser reflektieren, da du halt deine ganzen Aktivitäten, die du jeden Tag machst, jede Minute, die hast du einfach vor dir. Und dann kannst du gucken, was möchte ich ändern, was finde ich gut und so weiter. Kommen wir nun zu der Frage, wie man eigentlich seine Zeit trackt. Also wie bereits erwähnt, tracke ich meine Zeit mit einer App. Und zwar ist die App, die ich benutze, Now Then Pro. Und die hat 3,59 €, glaube ich, gekostet. Aber es gibt auch die kostenlose Version Now Then Free, heißt sie, denke ich mal. Und ich hatte auch erst die Version, aber da kann man nur eine bestimmte Anzahl von Aktivitäten eingeben. Und das wollte ich nicht, weil es ziemlich wenig waren. Und ich wollte alle Aspekte meines Lebens da haben. Deswegen dachte ich mir so, komm, bezahle ich diese 3-4 € und habe dann das ganze Paket. Aber wie gesagt, will ich zu dieser App später noch was sagen, da es etwas länger dauern könnte, und ich möchte erstmal allen Leuten die Information geben und nicht nur den Leuten, die vielleicht diese App haben wollen. Deswegen machen wir weiter mit den anderen Möglichkeiten, seine Zeit zu tracken. Wie gesagt, benutze ich ja Now Then Pro, aber es gibt auch mehrere andere Apps, die Zeit tracken können. Ich habe euch jetzt mal einige hier rausgesucht, die könnt ihr euch eventuell auch mal angucken. Ich habe mir wirklich am Anfang mehrere Apps runtergeladen, aber habe eigentlich nur Now Then Pro ausprobiert. Weil ich mir so dachte, wenn ich dafür Geld bezahle, dann will ich die auch jetzt benutzen und will die anderen Apps jetzt nicht unbedingt auch noch testen, deswegen habe ich es den direkt wieder gelöscht, aber ihr könnt ja gerne vorbeigucken. Also ich kann natürlich leider keine Meinung abgeben, aber ich denke mal, dass diese Apps auch den Zweck erfüllen werden, also könnt ihr dort gerne mal vorbeigucken. Ich finde es ja alles digitaler viel besser, da man da auch seine Daten viel besser ausrechnen und analysieren kann, aber ihr könnt natürlich auch noch auf Papier aufschreiben und euch dann irgendwie so einen Zeitplan machen, so eine Art Stundenplan vielleicht. Oder ihr schreibt einfach mal so alle 24 Stunden des Tages auf und schreibt hinter jeder Stunde eure Aktivität, aber das finde ich nicht so cool, weil man dadurch ja nicht so genau planen kann. Oder ihr macht das alles irgendwie in 15 oder 30 Minuten Schritten und Takten. Aber ich glaube wirklich, dass digital da am sinnvollsten ist, wenn man sein Handy immer dabei hat und dort einfach nur schnell raufklicken muss und es dann sofort getrackt ist. Und dann hat man auch nicht so viel Papierkram. Das wäre jetzt meine Empfehlung zumindest an euch. Kommen wir zu der Frage, was mache ich mit Analysen, beziehungsweise was bringen mir diese Analysen, was bringen mir diese Daten am Ende des Tages, am Ende des Monats, am Ende der Woche, am Ende des Jahres und so weiter. Also wie ich bereits erwähnt habe, track ich meine Zeit erst seit einigen Tagen. Also ich bin jetzt knapp über einer Woche dabei. Und deswegen habe ich halt noch nicht so lange getrackt und kann noch gar nicht so viel dazu sagen, was ich damit mache. Aber ich habe mir überlegt, dass ich jeden Monat am Ende eine Übersicht machen möchte und ich dann die ganzen Aspekte aufschreiben möchte und dann die Stundenzahl oder Prozentanzahl, wie viel Zeit ich mit dieser Aktivität verbracht habe. Das heißt, ich habe dann irgendwie Schule 13%, YouTube 6%, okay, dann ist jetzt ein bisschen, nein, untertrieben. Aber ihr wisst, was ich meine. Und dann möchte ich mir so einige Fragen stellen, wie was ist gut gelaufen, was ist nicht so gut gelaufen, was möchte ich ändern. Und dann so einen Actionplan machen, also so einen Handlungsplan, wie ich das ändern kann. Und natürlich möchte ich dann versuchen, mich dran zu halten. Aber die wichtigste Frage ist, glaube ich, wirklich, bin ich zufrieden und wenn nicht, ändern. Warum habe ich das gemacht? Okay, jetzt noch zwei Tipps. Ich zeige gerade 4, aber ich meine 2 Tipps. Der erste Tipp ist, du musst nicht alles tracken. Ich weiß, dass es sehr schwierig sein kann, sich immer dran zu halten und man auch oft Dinge vergessen wird zu tracken. Das ist mir in den Anfangstagen, in den ersten Tagen sehr oft passiert. Aber du musst auch nicht alles tracken. Wenn du sagst, ich möchte meine Schulzeit nicht tracken, dann musst du es auch nicht machen. Also eigentlich ist ja dazu da zu gucken, wo du dich noch verbessern kannst in deinem Leben. Und wenn du sagst, ich möchte mich nur in der Schule verbessern beispielsweise, dann kannst du ja auch nur in der Schule tracken. Oder du trackst nur zu Hause oder nur die Zeit mit deinen Freunden, nur die Zeit mit deiner Familie und so weiter. Und mein zweiter Tipp schließt an den ersten Tipp mit an, und zwar ist der, sei geduldig. Ich weiß, das ist sehr schwierig sein, kann immer daran zu denken. Mir ist es in den ersten 2 Tagen ziemlich gut gelungen, dann der 3. und 4. Tag war okay. Jetzt am 5. Tag war es relativ schwer, beziehungsweise, was heißt schwer, aber ich hatte nicht mehr so Motivation zu tracken. Aber danach ging es wieder bergauf und jetzt bin ich wieder ganz gut dabei. Aber falls ihr es die ersten Tage mal vergesst, dann hey, es ist einfach eine neue Gewohnheit, die ihr habt, und es ist so wie bei jeder Gewohnheit anfangs schwierig, beziehungsweise anfangs ein bisschen challengiger, das zu beachten und daran immer zu denken. Also wie ich immer sage, Step by Step, Day by Day, langsamer Prozess,
Aber es gibt einen Prozess. Und für alle, die jetzt noch die App interessiert, die können jetzt gerne dranbleiben, denn jetzt werde ich diese App vorstellen. Wie gesagt, es ist nicht gesponsert und ich weiß auch nicht, ob es die beste App ever ist. Ich kann es echt nicht sagen, aber ich habe die mir runtergeladen, in der Hoffnung, dass es die beste App ist. Und ich werde sie euch jetzt kurz mal vorstellen, wie das Ganze funktioniert. Als erstes, die App sieht so aus, also so eine rote Uhr. Und die geht dann rauf. Und dann gibt es hier unten vier verschiedene, ich kann auch einfach eine Bildschirmaufnahme machen. Dann sehen wir erstmal hier die ganzen Aspekte und ich habe jetzt, ja, diese hier, also sind es gar nicht mal so viele, aber die Aspekte einfach, die ich in meinem Leben habe. Und wenn man dann auf eine Sache noch rauf geht, sagen wir mal, ich gehe auf Schule, dann habe ich da wieder drei Unterpunkte. Das finde ich eigentlich ziemlich cool, dass man für jeden Aspekt so Unterpunkt machen kann, dann wieder Unterpunkt machen kann und so weiter. Also ihr könnt euch da sehr runterbrechen und die kleinsten To-Dos und die kleinsten Aktivitäten sogar raufschreiben. Wie funktioniert das Ganze jetzt? Also wenn ich in der Schule bin, dann mache ich jetzt hier das erste und klicke den rauf und dann läuft dieser Timer weiter. Und dann steht da irgendwann, keine Ahnung, 5 Stunden. Wenn ich dann aber aufhöre und dann gehe ich zum Beispiel nach Hause und räume mein Zimmer auf, dann gehe ich hier auf Cleaning und dann läuft der Cleaning-Timer und so weiter. Und dann kann ich halt so alles auswählen. Ich kann hier einfach auf Stopp machen, dann läuft halt gar nichts. Und das mache ich eigentlich den ganzen Tag über. Dann haben wir jetzt hier die zweite Section, die heißt Then. Also die erste Section hieß Now, wegen Now Then. Und auf der zweiten Section, ja, sehen wir dann das, was wir gemacht haben den ganzen Tag. Und ja, bei mir war es jetzt in der Schule zu sein, beziehungsweise Unterricht zu haben. Nehmen wir zum Beispiel mal diesen Tag, da habe ich logischerweise sehr viel geschlafen. Und ich kann es jetzt so runterbrechen und gucken, was ich alles so gemacht habe an dem Tag. Ja, das könnt ihr hier sehen, was ich da so gemacht habe. Und je nachdem, was ihr denn mal ausgewählt habt bei Now, also welche Aktivität ihr ausgewählt habt, die wird euch dann zu dem bestimmten Zeitraum auch angezeigt, wie ihr hier sehen könnt. Aber nicht nur das könnt ihr sehen. Das heißt, ihr seht nicht nur so einen Stundenplan, sondern ihr seht, wenn ihr hier auf Chart geht, auch ein Diagramm, beziehungsweise zwei Diagramme. Als erstes seht ihr hier so ein Säulendiagramm und ja, ihr seht euer Ergebnis in Säulen. Bei mir ist hier tatsächlich das größte Attending Class. Oder ihr geht einfach hier oben rechts. Wenn ihr raufklickt, seht ihr genau, was ihr gemacht habt und genau so ist das Ganze. Jetzt kann man auch bestimmte Filter einstellen, wie zum Beispiel, ich wähle jetzt nur die Schule auf. Man kann ja halt gucken, was ich in der Schule quasi gemacht habe und bei mir ist es halt 100% in der Klasse sein, also Unterricht haben, da ich nur das ausgewählt habe die ganze Zeit. Genau. Filter wieder raus. Ehrlich gesagt, sind das auch die einzigen Dinge, die ich bisher weiß. Falls es noch irgendwelche krasseren Features gibt und ihr das wisst, schreibt mir gerne in die Kommentare. Aber ich denke, soweit war es das eigentlich auch schon mit der App. Falls ihr noch weitere Fragen habt, könnt ihr sie mir sehr gerne in die Kommentare schreiben und ich werde euch auf jeden Fall antworten. Ich antworte eigentlich auf jeden Kommentar. Aber in letzter Zeit, beziehungsweise bei meinen letzten Videos, hat YouTube die Kommentare einfach gelöscht. Ich weiß nicht warum, aber ich habe gesehen, dass Leute mir Kommentare geschrieben haben, die dann einfach gelöscht wurden. Und es ist nicht nur einmal passiert. Deswegen tut es mir sehr leid, falls ihr was kommentiert und es nicht gepostet wird. Aber probiert es bitte trotzdem mal und ich werde euch auf jeden Fall antworten, falls es gepostet ist, dann werde ich euch auf jeden Fall antworten. Und falls es irgendwie nicht funktionieren sollte, könnt ihr mir auch sehr gerne bei Instagram schreiben, dann werde ich euch auch antworten. Also, wir werden auf jeden Fall in Kontakt bleiben. Jetzt wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und würde sagen, wir sehen uns nächste Woche wieder. Bleibt gesund und fröhlich und dann bis nächste Woche. Tschüss!